Es gibt den 16-Typen-Persönlichkeitstest. Ich habe den so ungefähr 10.000 Mal gemacht und es kam 10.000 Mal das Gleiche bei raus. Ich spoiler jetzt schon mal. Wir gucken gleich, ob wieder das Gleiche rauskommt oder ob es diesmal random anders ist. Nämlich kam immer dabei raus, ich bin Debattierer vom Persönlichkeitstypen. Genau den hier. Du solltest weniger als 12 Minuten dafür brauchen. Beantworte die Fragen ehrlich. Ende. Das ist natürlich sehr intim, Freunde. Ich öffne mich euch jetzt sehr. Na, ich bin jetzt sehr offen und ehrlich. Der transparente Matti ist wieder unterwegs. Es fällt ihnen schwer, sich andere Menschen vorzustellen. Stimmt gar nicht. Ich habe kein Problem damit zu sagen, hey, ich bin der Matti. Sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Stimmt ziemlich, ja. Sie versuchen ihre Mails möglichst zeitnah. Nein. Es fällt ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn sie unter ein wenig Druck stehen. Ja, ich mach mal mittig. Normalerweise beginnen sie keine Gespräche. Das stimmt schon eher. Ich bin seltener der, der ein Gespräch beginnt. Ich lasse öfter Gespräche auf mich zukommen sozusagen. Also ich würde sagen, machen wir den hier. Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier. Doch schon, eigentlich tue ich das doch. Weiter. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen. So arrogant das auch klingt, ich bin hier ehrlich bei diesem Test, ich fühle mich, vor allem wenn ich so loste TikTok-Kommentare lese, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich wäre der einzige Mensch auf dieser Welt mit dem Gehirn. Ja, ich fühle mich schon öfter mal anderen Menschen überlegen. Ist arrogant, ich weiß. Organisiert zu sein ist ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein. Auf gar keinen Fall, ich bin voll unorganisiert, Alter. Sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie. Das schon, ja. Meistens. Du hast Nein angekreuzt, aber Ja gesagt. Wo denn? Letzte Seite. Nee, das war schon richtig. Ich habe dem nämlich nicht zugestimmt, was da stand. War schon richtig. Es ist ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass sie eine Debatte gewinnen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich muss gewinnen. Punkt. Ich muss Debatten gewinnen. Ende. Sie haben oft das Gefühl, dass sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Leider ja. Ich habe sehr oft das Gefühl. Ich sag da sogar volles Rohr, stimmt. Ihre Umgebung daheim und am Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich. Bruder, halt's Maul. Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Stimmt, absolut, ich stehe sehr gerne im Mittelpunkt. Ich bin eine kleine Rampensau. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ, auf gar keinen Fall. Obwohl, je nachdem, wie es gemeint ist. Praktisch im Sinne von, es muss funktionieren, ja, auf jeden Fall. Aber ich bin sehr, da stand unordentlich. Hä? Habe ich das falsch beantwortet jetzt wieder, oder wie? Kann man auf die vorherige Seite gehen? Geht das? Nee, kann man nicht, da muss ich von vorne anfangen. Okay, nochmal. Soll ich das nicht vorstellen? Stimmt nicht, oder? Tue ich doch. Also stimmt nicht. Ich tue es nicht selten aus purer Neugier, sondern häufig. Das ist schon alles richtig so. Lass mich mal machen, Freunde. Sie fühlen sich andere Menschen über... Weißt du, in solchen Situationen wie jetzt ist hier einfach genau dieser Punkt, Freunde. ich lese das doch durch, Freunde. Ich lese das doch. Ihre Umgebung daheim ist ziemlich ordentlich. Stimmt nicht, weil ich ein Chaosmensch bin. Ist doch alles richtig gewesen jetzt. Was habt ihr schon wieder zu meckern? Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt zu stehen. Richtig, es macht mir nichts aus. Stimmt. Sie halten sich eher für praktisch... So, und bei der Frage waren wir jetzt. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ. Ich würde sagen, halbe-halbe, sowohl als auch. Andere schaffen es selten, sie zu verärgern. Stimmt auf gar keinen Fall. Ich bin so instant getriggert, wie ihr gerade sehen könnt. Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht. Nein, ich bin sehr spontan. Es fällt ihnen oft schwer, Gefühle von anderen nachzuempfinden. Nein, stimmt gar nicht. Ich bin schon ziemlich empathisch. Ihre Stimmung kann sich schnell verändern. Ja, ich würde sagen, ein bisschen überdurchschnittlicher. Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die wunden Punkte anderer. Ja. In der Diskussion geht es nur darum, die Wahrheit zu finden. Sie sorgen sich selten, wie sich ihre Taten auf andere auswirken. Jein. Ja und nein. Ja und nein. Ich würde sagen, ein bisschen mehr. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen, organisierten Ansatz. Ja, volles Rohr. Aus der Motivation heraus am meisten. Sie sind oft neidisch auf andere. Nee. Ich würde sagen, ja, machen wir den Knopf. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Oft besser, ja. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Projekt. Ja, es ist wichtig, einen Plan zu haben, aber es ist auch, sagen wir mal Mitte, es ist auch wichtig, improvisieren zu können und reagieren zu können. Sie verlieren sich selten in Tagträumen und Gedanken. Stimmt nicht, ich bin extremer Tagträumer. Sie finden sich oft in Tagträume rein, wieder wenn sie in der Natur unterwegs sind. Oh ja. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob etwas Falsches gesagt haben. Gar nicht. Ich weiß, die Leute sind busy, ich bin ja selbst auch busy. Als Elternteil wäre es ihnen wichtiger, dass ihr Kind freundlich wird als intelligent. Ja, auf jeden Fall. Das soll ein korrekter Mensch sein. Das ist wichtiger als Intelligenz. Ja, volles Rohr. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Ja, würde ich schon sagen. Ich lasse mir selten reinreden. Auch wenn es besser wäre manchmal. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Ja. Ich bin meistens ein eher realistischer Träumer. An einem neuen Arbeitsplatz machen sie schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten mit. Nee, nicht schnell. Ich brauche da ein bisschen für. Sie improvisieren lieber, als sorgsam zu planen. Ja.
volles Rohr. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern, würde ich sagen, ausgeglichen. Sie gehen gern zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele stattfinden. Schon, macht Spaß. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Oh ja, auf jeden. Wirklich, Freunde, ich habe alles durchgeplant. Wenn ich Zeit reisen könnte, würde ich. Wenn ich fliegen könnte, würde ich. Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich. Alles schon durchgeplant. Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Hatten wir das nicht schon? Aber ja, volles Rohr. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Schwierig. Ja, volles Rohr ja und volles Rohr nein. Ich bin Fremden gegenüber ultra ruhig und zurückhaltend. Ich bin mega schüchtern. Aber bei Menschen, die ich kenne, bin ich exakt das Gegenteil. Ja, dann sag ich Mitte. Menschen in meinem Umfeld bin ich nämlich der extrovertierteste ever und Menschen, die ich nicht kenne, bin ich der introvertierteste ever. Keine Ahnung, ganz komisch. Wenn sie ein Unternehmen hätten, würde es ihnen sehr schwer fallen, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe Leistungen bringen. Ich glaube, wenn Hai und ich einen Mitarbeiter einstellen würden und der würde loyal sein, aber sehr schlechte Leistung erbringen, dann würde eher ich derjenige sein, der ihn dann rausschmeißt. Also ich bin dann schon eher derjenige. Also ich würde sagen, es fällt mir ein bisschen nicht schwer. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz, aber sowas von. Logik ist normalerweise wichtiger als Herzbauchgefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Ich würde sagen, zu 80% ist Logik wichtiger, ja. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben. Ja. Wenn ihr Freund, ihre Freundin über etwas traurig ist, bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Leider nicht. Bro, mein Bauchgefühl. Ja, ja, genau. Meiner Erfahrung nach ist es bei Frauen vor allem oft so, dass wenn die traurig sind über etwas und sich dir anvertrauen, dass sie dann gar nicht Lösungsvorschlag erstmal haben wollen, sondern die wollen einfach, dass du zuhörst und eine Schulter zum Ausweinen bist sozusagen. Das ist so meine Erfahrung. Ich bin aber eher so der Mensch, wenn ich ein Problem habe, dann mache ich mir Gedanken über die Lösung und jammer nicht so rum sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Ich sag, also meine Philosophie ist da, du kannst nichts dafür, dass dir jemand ein Bein gestellt hat. Du kannst nichts dafür, dass dir jemand Stein in den Weg gelegt hat. Da kannst du nichts für, du bist nicht schuld. Aber du bist verantwortlich dafür, wie du umgehst damit. Du kannst 10 Sekunden liegen bleiben, dich beschweren darüber, rumheulen. Du kannst 10 Minuten liegen bleiben. Du kannst auch 3 Jahre auf der Stelle treten und nicht vorankommen, weil dir jemand Stein in den Weg gelegt hat. Meiner Meinung nach sollte man kurz Herz ausschütten, Emotionen rauslassen, bam, und dann ran an die Lösung. Deswegen, ich versuche einfach nur emotionale Unterstützung zu sein, aber oft drifte ich leider dahin ab. Nicht immer will das das Gegenüber, aber leider drifte ich auch oft in dieses Problemlösungsding ab. Deswegen würde ich diesen Knopf hier drücken. Sie fühlen sich selten unsicher. Ja, würde ich so sagen. Mittlerweile bin ich mir sehr sicher in dem, was ich tue. Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Doch da habe ich sehr große Probleme mit. Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger, als kooperativ zu sein. Jein, man will natürlich gerne Recht haben, aber wenn es dadurch nicht vorangeht, ja, ich würde sagen Mitte. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Nee. Nee. Eine Meinung sollte auf Fakten basieren. Punkt. Wenn meine Meinung auf einem Fakt basiert und deine Gegenmeinung auf deinem Bauchgefühl basiert, sehe ich deine Meinung als minderwertig. Wenn die Wissenschaft sagt XY und du sagst, ja, aber meinem Bauchgefühl nach ist das nicht so, dann bist du meiner Meinung nach ein Vollidiot. Weil wenn die Wissenschaft das nun mal sagt, Punkt. Es ist ein Fakt. Man kann über Fakten nicht diskutieren. Fakten sind Fakten. Du kannst nicht sagen, meiner Meinung nach ist 2 plus 2 5. Nein! 2 plus 2 ist 4. Halt dein Maul! So, deswegen, nee, deine Meinung ist pur, spuck ich drauf. ich würde sagen, stimmt nicht. Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Kommt auf die Gruppe von Leuten an. Bei Fremden, nein, das raubt mir Energie. Bei Leuten, die ich gern habe, ja, das gibt mir Energie. Ich sag Mitte. Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen. Oh ja. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Ja, relativ. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Ja. Sie würden sich selbst nicht als Träumer bezeichnen. Nee, das stimmt nicht. Ich bin auf jeden Fall ein Träumer. Es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Nee, ich spreche sehr gerne vor vielen Menschen. Im Allgemeinen verlassen sie sich auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft. Halbe, halbe, Mitte. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Bruder, das ist mir mittlerweile so egal, ne? Ja, mach mal so. Klar, so ein bisschen macht man sich vielleicht schon noch Gedanken, aber es ist mir so egal. Ich habe dazu gelernt. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Oh ja, ich liebe die Wand, Alter. Ja, machen wir so 80%. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug...
brauche ich gar nicht vorlesen. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Schon ein wenig. Ja, also ich merke das. Ich habe das Gefühl, ich bin ruhig. Aber ich sehe das dann an den Menschen in meinem Umfeld. Die sind dann so, Matti, ist alles okay? Weil dann wackel ich manchmal mit dem Bein rum, wenn ich nervös bin oder so. Oder beziehungsweise wenn ich gestresst bin. Oder ich kratze mich viel am Kopf, wenn ich gestresst bin. Das sind so meine Ticks unter Stress. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Weil das muss ich nochmal lesen. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Nee. Einfluss hat doch mehr Sinn, als dass die mich alle mögen. Für mich rein egoistisch betrachtet. Na, ich würde sagen so 60%. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert, was Bücher, Kunst oder Filme angeht. Ein bisschen. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft die Initiative. Da muss ich tatsächlich sagen, so introvertiert ich auch bin, volles Rohr, Alter. Also wenn ich in einer Gruppe, wenn wir mit den Jungs unterwegs waren oder so, da habe ich mich ganz oft erwischt bei, dass wenn dann, ja, sollen wir dahin gehen oder sollen wir dahin gehen? Oder essen wir das oder essen wir das? Dass ich da dann einfach konsequent durchgreife und sage, so, wir machen das jetzt, Punkt. Okay, Ergebnisse. Ich habe diesen Test schon sehr oft gemacht und es kam dabei immer Debattierer raus. Ich bin gespannt, habe ich mich entwickelt? Es könnte ja jetzt sein, dass was anderes bei rauskommt, weil ich jetzt weniger schüchtern und introvertiert bin, als ich das früher war. Gucken wir mal, oder? Ob wieder das Gleiche rauskommt. Ergebnis. Mann! darf doch nicht wahr sein. Okay, also Verstand bin ich eher extravertiert und weniger introvertiert. Von der Energie bin ich eher intuitiv und weniger realistisch. Von der Natur her bin ich eher logikfokussiert als prinzipienfokussiert, definitiv. Taktiken, planend und suchend. Oh ja, ich bin auf jeden Fall suchend, ganz klar. Identität, durchsetzungsfähig versus stürmisch, halbe ungefähr. Ja, das kommt hin. Aber ich glaube, wer meine Streams aktiv verfolgt, der konnte sich all das ja auch eigentlich denken, oder? Gucken wir mal, scrollen wir mal runter. Debattierer. Der Debattierer ist des Teufels Advokat. Ihm macht es Spaß, Argumente und Glaubenssätze zu zerfetzen und vor der Tribüne der Öffentlichkeit die Fetzen im Wind treiben zu sehen. Drops the mic! Im Unterschied zu den zielbewussteren Persönlichkeitstypen tun die Debattierer dies nicht, um einen tieferen Zweck oder ein strategisches Ziel zu erreichen, sondern nur aus Lust und Laune. Debattierer lieben die geistige Auseinandersetzung, da sie ihnen die Möglichkeit gibt, ihre mühelose Schlagfertigkeit, ihr umfangreiches Wissen, ihre Fähigkeit zur Verknüpfung von Argumenten und Beweisen zur Geltung zu bringen. Ja, klingt fast schon narzisstisch irgendwie, aber es ist irgendwo so. Freunde, ihr dürft sowas natürlich jetzt nicht lesen wie ein... Also, fallt nicht in diese Horoskopfalle. Das ist natürlich alles sehr oberflächlich formuliert und ich glaube, in jedem Persönlichkeitstypen würde man für sich selbst irgendwo eine Wahrheit finden und sagen, ey, das bin sowas von ich. Ich glaube, egal was dabei rausgekommen wäre, weil ich weiß, dass ich gerade diesen Test gemacht habe und weil ich weiß, dass von 16 Typen einer für mich ausgewählt wurde, bin ich doch psychologisch dazu veranlagt, da schon zwischen den Zeilen zu lesen, oh, das bin sowas von ich. Ne, deswegen trotzdem immer auch ganz kritisch das Ganze lesen. Bei Debattierern entsteht manchmal ein merkwürdiger Widerspruch. Ihre Ehrlichkeit ist kompromisslos, aber sie sind in der Lage, unermüdlich für Dinge einzutreten, an die sie nicht glauben. Das, ohne Witz, den Satz fühle ich zu 10.000%. Dies geschieht, wenn sie in die Rolle eines anderen schlüpfen, aus anderer Perspektive zu argumentieren. Das fühle ich zu 10.000% und ich sage euch auch warum. Und das wird mir so oft in meinem Privatleben zum Verhängnis. Ich meine das gar nicht böse. Zum Beispiel ist es mit meiner Freundin ganz oft so, sie bringt eine These und ich fange automatisch an, ich bin derselben Meinung, aber ich fange automatisch an, für die Gegenpartei zu argumentieren und sage, ja gut, aber man könnte natürlich auch. So, das ist aber total kacke, weil jetzt denkt meine Freundin, ich argumentiere gerade gegen sie und stehe nicht hinter ihr. Dabei habe ich genau die gleiche Meinung wie sie. Ich weiß nicht, ich muss das tun. Ich habe so diesen Drang, ich muss mich dann auch immer in die Gegenseite versetzen und aus der Gegenperspektive argumentieren. Ich meine das nicht böse. Ich habe dann auch oft gar nicht diese Meinung. Aber ich finde es wichtig, auch über die Gegenseite zu beleuchten, auch über die Gegenseite zu sprechen, damit man sich dann in der wahren Mitte treffen kann. Ne? Damit, weil da in der Mitte ist die Wahrheit. Damit man möglichst nah an der Wahrheit ist, muss man auch sich über die Gegenseite Gedanken machen. Aber das ist in meinem Privatleben ganz schlimm, weil ich habe oft das Gefühl, die Leute verstehen das falsch, denken, oh nee, jetzt will ich mich streiten mit denen oder so. Zum Beispiel in vorherigen Beziehungen ist das immer darin ausgeartet, dass meine Partnerinnen dachten, ich will jetzt streiten und suche Streit oder suche Stress. Aber das ist überhaupt nicht so. Ich mache das nicht, weil ich streiten will, sondern ich mache das... Im Prinzip denke ich ja irgendwo nur laut, okay, man muss aber auch die Gegenseite betrachten, bla 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 bla, einfach um es im Hinterkopf zu haben, damit man eher Richtung die Wahrheit liegt in der Mitte geht, ne? Wenn ein Debattierer die Rolle der Gegenseite übernimmt, so hilft ihm dies nicht nur die Denkweise des Gegners, sondern auch den Inhalt seiner Argumente besser zu verstehen. Genau das. So, man muss ja auch seine Gegenseite verstehen. Ne, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Diese Vorgehensweise sollte nicht verwechselt werden mit dem gegenseitigen Verständnis, nach dem Persönlichkeitstyp in der diplomatischen Rollengruppe streben. Debattierer versuchen ständig ihr Wissen zu erweitern und hierzu gibt es keinen besseren Weg, als eine Idee aus jedem Blickwinkel und von jeder Seite her anzugreifen und anschließend zu verteidigen. Ja, richtig, richtig.
wichtig. Regeln gelten hier nicht, wir versuchen etwas zu erreichen. Debattiere haben eine gewisse Freude daran, Außenseiter zu sein und genießen die mentale Übung, die bei der Hinterfragung der vorherrschenden Denkweise gefunden wird. Hierdurch werden sie unersetzlich in der Überarbeitung bestehender Systeme, der Neuorganisation und der innovativen Neuausrichtung. Allerdings wird eine Verantwortung für die tagtäglichen Details und praktische Umsetzung ihrer Vorschläge sie zutiefst deprimieren. Richtig! Den Satz fühle ich auch wieder sehr. Ich habe sehr, sehr gerne Ideen, aber nur eine von 10 Ideen, die ich gerade habe, setze ich dann auch um. Und die anderen 9 Ideen verschwinden dann in irgendwelchen Ideenlisten auf meinem Handy, weil ich mir sage, ey, ich muss jetzt lieber eins erstmal komplett durchziehen und eins richtig machen, statt 10 Sachen anzufangen und davon nur eine zu beenden. Fange ich lieber gar nicht erst an mit den anderen 9, sondern zieh das eine durch, mach das richtig und dann kommt das nächste. Und dadurch hinken die anderen aber oft so ein bisschen hinterher. Debattierer lieben Brainstorming und strategisches Denken, aber sie werden sich energisch dagegen, in die Kleinarbeit verwickelt zu werden. Ja, richtig. Und genau das ist auch wieder so eine Sache, das fühle ich auch so. Deswegen fühle ich es so sehr, Chef zu sein und tue mich oft schwer damit, aber auch mein eigener Angestellter zu sein. Also ich würde mich viel wohler fühlen, wenn ich einfach 10 Mitarbeiter hätte und bam, machst bitte das, du das, du das, du das und das alles zu managen. Da würde ich mich viel wohler drin fühlen eigentlich. Andererseits tue ich mich dann aber schwer, was den künstlerischen Aspekt angeht, Sachen abzugeben. Aber nichtsdestotrotz, ich habe viel mehr Spaß an Delegieren, als an selbst durchzuziehen. Das habe ich sehr oft schon gemerkt, in sehr, sehr, sehr vielen Situationen. Sei es im Labor, damals in der Uni, mit meinen Kommilitoninnen, mit denen ich dann in der Gruppe war. Ich habe lieber alles durchgerechnet und gesagt, ey, okay, wir müssen das machen, das machen, das machen. Und die sind losgegangen und ich war so der Kopf sozusagen. In der Rolle habe ich mich eher wohler gefühlt, als alles selbst zu machen. So, wisst ihr, was ich meine? Debattierer machen nur etwa 3% der Bevölkerung aus und dieser Anteil wird ihrer Rolle gerecht. Ihr Beitrag erlaubt es ihnen, originelle Ideen zu entwerfen und dann einen Schritt zurückzuweichen, um den vielen detailbewussteren Zeitgenossen die Einzelheiten der Implementierung und Ausführung zu überlassen. Die Argumentationslust der Argumentierer kann manchmal Ärgernis erregen. Oh ja. Sie ist sehr gefragt, wenn sie zu Lösungen beiträgt, aber ist unerwünscht, wenn jemand auf die Zehen getreten wird. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn ein Debattierer bei einer Besprechung die Position des Chefs in Frage stellt oder rücksichtslos die Meinungen einer anderen Respektsperson auseinandernimmt. Das trifft bei mir zum Beispiel gar nicht zu, weil ich extrem von meinem Elternhaus her so erzogen wurde, Respekt zu haben vor Respektspersonen. Also ich würde niemals zum Beispiel, also so je älter ich wurde, desto leichter fiel es mir irgendwann. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern spreche und ich bin anderer Meinung als meine Eltern, dann sage ich das mittlerweile auch und dann diskutiere ich auch mit denen. Aber das kostet sehr viel Überwindung jedes Mal. Ich wurde von meinen Eltern sehr streng so erzogen, dass Respektspersonen hast du zu respektieren. Punkt. Die wissen, was sie tun. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, da sehe ich mich weniger drin. Ich würde jetzt seltener, wenn ich umgeben bin von Leuten, zu denen ich aufschaue, wo ich das Gefühl habe, die haben sehr viel mehr erreicht als ich, da würde ich weniger dazu neigen, jedes Wort zu zerfetzen und die ganze Zeit dazwischen zu labern und meine Meinung zu sagen, als bei Leuten, mit denen ich mich auf Augenhöhe sehe. Hierzu trägt die gnadenlose Offenheit von Debattierern bei. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und sorgen sich wenig darum, ob sie als taktvoll oder mitfühlend angesehen werden. Jein. Die meisten Menschen und insbesondere sensiblere Persönlichkeitstypen sind jedoch Konflikten gegenüber abgeneigt. Sie hören nicht gern unangenehme Wahrheiten, ziehen emotionale Behaglichkeit vor, akzeptieren sogar kleine Zwecklügen. Das war beispielsweise sehr oft in vorherigen Beziehungen der Fall. Da habe ich sehr gelitten drunter. Ich habe sehr, sehr, sehr gelitten darunter, dass ich Konflikte ansprechen wollte. Ich hatte euch das letztens im Stream erst erzählt. Ich wollte einen Konflikt ansprechen und zurückkam nur: Warum willst du jetzt wieder streiten? Warum schreist du mich jetzt an? Hä, wie? Ich schreie dich an. Ich möchte diesen Konflikt gerade ansprechen. Das ist ein ernstes Thema. Ich rede jetzt strenger. Nee, nicht in dem Ton. Ach, sei ruhig. Die Erfahrung habe ich leider sehr oft gemacht, dass Leute nicht damit klarkommen, wenn man einfach mal Tacheles machen will, Tacheles reden will, sondern die Leute wollen immer schön hier Honig ums Maul und bloß nicht zu streng, sondern mit Samthandschuhen ganz vorsichtig beiläufig die Wahrheit beibringen. Aber so ist diese Welt nicht. Du kannst nicht immer allen die Wahrheit schonend beibringen, ne? Debattierer finden das frustrierend und belasten manchmal unbeabsichtigt Beziehungen, wenn sie die Toleranzschwelle anderer überschreiten, Glaubenssätze hinterfragen und Gefühle verletzen. Debattierer akzeptieren, so behandelt zu werden, wie sie andere behandeln. Es irritiert sie, wenn andere sie vor der Wahrheit verschonen wollen. Sie mögen es nicht, wenn andere Menschen um den heißen Brei herumreden.
Besonders wenn sie darum einen Gefallen bitten. Debattierer sind sehr angesehen für ihre Vision, ihr Selbstvertrauen, ihr Wissen und ihren scharfen Humor. Finde es aber schwierig, diese Talente bei persönlichen Freundschaften und romantischen Beziehungen einzubringen. Also, den ganzen Abschnitt habe ich so hart gefühlt und dann kamen die letzten 5 Worte. Das hier fühle ich gar nicht. Also, am allermeisten kann ich mein Selbstvertrauen, mein Wissen und mein Humor gerade bei Freundschaften und romantischen Beziehungen einbringen. 22 Uhr, Pino dreht am Rad. Ich sag's euch, die hat einen Timer integriert, dieser Hund. Die weiß, 22 Uhr, die kommt jetzt, Herrchen, hör mal auf zu streamen jetzt. Ich überziehe noch ganz bisschen, lass mich das eben zu Ende machen, Pino. Also, das fühle ich überhaupt nicht. 0,0. Da bin ich exakt das Gegenteil. Wenn sich dir eine Chance bietet, scheu keine Anstrengung. Im Vergleich zu den meisten Menschen haben Debattiere einen schweren Weg zur Nutzung und ihrer natürlichen Fähigkeiten. Ihre intellektuelle Eigenständigkeit und unabhängige Vision sind enorm wertvoll, wenn sie selbst Verantwortung tragen oder wenn Verantwortungsträger auf sie hören. Debattiere haben jedoch oftmals nicht das Durchhaltevermögen, um zu einer solchen Position zu gelangen. Ja, trifft auf mich überhaupt nicht zu. Da bin ich voll das Gegenteil. Sobald sie... Dieser Hund, ne? Ich schwöre euch, dieser Hund hat einen Timer. Hallo Hund? Ja, was ist denn jetzt los? Ja, hallo. Mann, warum immer auf meinen Arm? Chill, Hund. Nee, chill. Hey, hier. Und runter. Super. Warum will die immer? Das macht die nur, wenn die Kamera läuft. Sonst macht die das seltener. Aber sobald die Kamera läuft, will die in meine Hände beißen. Nicht gut? Ja, ne? Oh, schmeckt sogar, Maschala. Pini Pini Pu, ja genau. Pinchen Peinchen Pupsi Dupsi. Ja, da reagierst du drauf, ne? Das ist dein Name. Ich bin Matthias. Und du bist Pinchen Peinchen Pupsi Dupsi. Hallo, ich bin Matthias. Und du? Ich bin Pinchen Peinchen Pupsi Dupsi. Dachte ich mir. Ist das okay für dich, wenn ich zu Ende streame? Was wird das denn jetzt? Warum habe ich die überhaupt die ganze Zeit noch getragen? Ich war doch die ganze Zeit nichts. Welche Socken hast du an, Bruder? Was ist das für eine weirde Frage? Frag mich bitte nicht nach meinen Socken. Ja, du findest das auch weird, ne? Die fragt mich, welche Socken ich trage. Was ist das für... Wer fragt sowas? Wedel. Mann, da musst du dich doch nicht gleich verarscht fühlen. Verstehen Sie nicht mein Deutsch? Gibt's mir einfach die kalte Schulter? Verstehen Sie Italienisch? Pini, Bambini, Facchini, Fraccini, Fratelli, eh? Spaghetti, Carbonara, Italiatelle, Calabrese, eh? Prego. Ich habe noch nie so einen verwirrten Hund gesehen. Sprechen Sie Russisch? Paruski? Deponio? Do you speak English? Why are you eating your own ass right now? Please don't. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Sobald sie sich eine Position der Verantwortung gesichert haben, müssen sich Debattierer immer bewusst bleiben, dass sie zur Ausführung der praktischen Einzelheiten ihrer Pläne andere... Pino, nein! ...andere benötigen. Wenn sie mehr Energie darauf verwenden, Diskussionen zu gewinnen, statt Konsens zu bilden, wird ihnen oftmals die notwendige Unterstützung für ihre Pläne verloren gehen. Wenn sie Teufelsadvokat spielen, werden Debattierer vielleicht die schwierigste und lohnendste intellektuelle Herausforderung entdecken, eine emotionalere Perspektive zu entwickeln, die neben Logik und Leistung auch Respekt und Kompromiss benötigt. Ja, und das hat mich sehr viel Kraft und Geduld gekostet und sehr viel Entwicklung gekostet, aber ich glaube, ich bin an dem Punkt angekommen. Also ich glaube, so langsam verstehe ich's. Berühmte Debattierer waren Weird Al, okay, Adam Savage von den Mythbusters, Sarah Silverman, Mark Twain, Tom Hanks, Thomas Edison, Celine Dion, Sacha Baron Cohen, okay, Captain Jack Sparrow, Tyrion Lannister, Irene Adler, The Joker, Jim Halpert, Dr. Emmett Brown. Ist schon witzig, ne? Das sind meistens auch die Rollen, die ich am meisten gefühlt habe in den Filmen oder Serien. Felicity Smog aber wiederum gar nicht. Mark Watney von Masiana, okay. Ist schon witzig, wenn du darüber Stier schreibst, ist auf einmal esoterischer Quatsch. Nee, ist es nicht. Also ja, ist es. Bei Horoskopen ist die Idee, dass all das abhängig davon ist, wie die Sterne zum Zeitpunkt deiner Geburt standen. Also, wenn du im März geboren bist, also laut der Astrologie... An der Stelle wurde ich im Stream unterbrochen. Ich denke einmal ganz kurz den Gedanken zu Ende. Das, was für mich der Unterschied zwischen einem Persönlichkeitstest und Astrologie ist, ist, laut Astrologie ist all das, was ich in diesem Video mit euch bearbeitet habe, abhängig davon, in welchem Monat meine Mutter mich zur Welt gebracht hat. Das hat keinen Sinn. So einen Persönlichkeitstest zu machen, kommt näher an die Realität, weil ich hier ja spezifisch Fragen beantwortet habe und ein Ergebnis bekommen habe. Und wer wirklich nur 3 seiner Gehirnzellen benutzt und glaubt, dass der eigene Charakter in irgendeiner Form etwas damit
damit zu tun hat, wie die Sterne standen in dem Monat, als ich geboren wurde. Und dann auch noch glaubt, dass alle, die in diesem Monat geboren wurden, die gleichen Charaktereigenschaften haben. Dem ist echt nicht mehr zu helfen. Sorry, Freunde. Aber als wäre jeder, der zwischen exakt dem 21. März und dem 21. April geboren ist, genau gleich vom Kopf. Und random jemand, der einen Tag später, am 22. April, zwischen 22. April und 22. Mai geboren ist, der ist dann plötzlich anders. Bruder, ihr wollt mich doch alle verarschen. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, da ist schon ein ziemlich eindeutiger Unterschied zwischen. Also, nein, für mich ist so ein Persönlichkeitstest zu machen nicht das gleiche wie ein Horoskop zu lesen. Das ist für mich völlig anders begründet und völlig anders hergeleitet. Und dann wurde ich leider folgendermaßen unterbrochen und wirklich, Freunde, es nervt. Lasst es bitte. Laut der Astrologie, also der Nächste, der jetzt Rage schreibt, von lass mich doch ausreden, okay? Dann rede ich nicht zu Ende. Dann unterbrechen wir jetzt einfach mittendrin in meinem Gedankengang und wir raiden irgendwen random. Wie ihr möchtet. Mann, was ein nerviger Chat manchmal. Ich zieh das jetzt durch, Freunde. Da bin ich zu stur. Da bin ich wirklich zu stur. Ich denke den Gedanken jetzt nicht mehr zu Ende mit euch. Das nervt mich. Ich will in Ruhe streamen. Ihr geht mir auf den Sack, wenn ihr mich unbedingt anpissen wollt. Ich piss zurück jetzt. Tee trinken und quatschen. Das klingt doch schon mal sympathisch. Dass du mit den Pferden ausreitest, übelst cool. Hoffe ich, dass du eine schöne Zeit hattest, China. Ist gekauft. Tee trinken, fühle ich. Liebe Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend. Träumt was Süßes. Ich hoffe, trotzdem hat es euch Spaß gemacht. Tschüss. Gute Nacht. Sorry für den kleinen Ausraster. Eine gute Nacht, einen schönen Abend. Nur weil ein paar vereinzelte Leute nerven, bin ich natürlich nicht sauer auf euch alle. Der Stream wäre jetzt eh vorbei gewesen, ja? Also, ich hätte jetzt nur den Gedanken zu Ende gedacht. Haut rein, Freunde. Gute Nacht. Sorry für den Ausraster. Entschuldigung. Tschüss. You hear them calling, shouting your name. Turn up the collar and walk away. Feels like you're falling, now who is to blame? Wishing you'd only... Okay, also Prestige wissen sie nichts.